Heute haben wir eine sehr sportliche Runde hier im Stockresort. Da ist einmal, sie ist schnell, sie ist fesch, sie ist gut, das ist Bernie Schill. Er ist Olympiasieger von 1980, ein Leben lang. Leonhard Stock, das ist der Mann, der Geschichte geschrieben hat für den österreichischen Radsport. Georg Dotschnig. Hier begrüßen wir den König der Lüfte, Bernie Stock, und der Sportwissenschaftler Armin Wierer. Mein Name ist Stefan Steinach und ich habe immer wieder die Ehre, in Österreich diverse Sportveranstaltungen zu moderieren. Bin da vor allem im Bereich der Außenmoderation tätig, habe heuer die Skiweltmeisterschaft in Schladming oder eben auch das Hahnenkammrennen in Kitzbühel moderiert. Spitzensport ist brutal. Der Profisport, international, da gibt es keine Freunde, da gibt es kein familiäres Umfeld, die auffangen. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, um Erfolg. Und wenn du da vorne bist, dann hast du alles Freunde. Und wenn du ein Problem hast, dann hast du keine mehr. Aber generell glaube ich schon, dass wir ein bisschen lockerer alles sehen, wie jetzt vielleicht die Skisportler oder die Radfahrer. Aber ich glaube, das hängt auch mit unserem Sport zusammen. Wir sind einfach mehr ein Lifestyle-Sport und genauso sind wir. Ich glaube, wenn mich jeder sieht, dann weiß er genau, hey, da ist sicher kein Radfahrer, der hat lange Haare, der ist ein bisschen komisch angezogen. Und ich meine, aber genau so bin ich und genau diesen Lifestyle möchte ich auch rüberbringen. Snowboarden ist meine Leidenschaft und ja, ich bin echt mega happy, dass ich das professionell und wirklich das ganze Jahr mache. Für mich ist dann die Zeit, die was ich habe und ja, auch beim Spitzensport, da, ja, ich probiere einfach das Leben dann passieren zu lassen. Und Spitzensport allgemein bewegt sich natürlich an den Grenzen. Manche übertreiben es, gehen über die Grenzen und es muss einfach Regeln geben und jeder muss sich an Regeln halten und wer die Regeln nicht einhält, der muss eben raus aus dem Sport. Also ich persönlich war noch nie in Sochi. Ich war in Moskau. Bin auf einer Rampe Ski gefahren. Ja, genau. ja, ich bin gespannt. Also ja, die Medien berichten ja teilweise nicht ganz Positives. Mal schauen, also Russland ist natürlich ein eigenes Thema, aber ja, ich mache erstens hoffe, dass ich dabei sein darf. Und ja, ich denke, Rennen ist Rennen und ist eigentlich egal, wo es ist. Aber ich habe gewusst, das geht, das gibt es nicht, dass ich auf einmal das Skifahren verlerne. Und ich wusste, ich muss wieder reinbeißen, ganz genau wie jeder andere auch. Und habe einfach viel trainiert und habe mich bemüht, das eben wieder zu tun. Und das dann Gott sei Dank auch wieder gelungen ist, weil ich habe einfach nicht glauben können, dass man von heute auf morgen das Skifahren verlernt. Ich habe nicht gewusst, dass ich verletzt war, aber trotzdem, es war unglaublich eine schwierige Zeit. Ich habe einen Schuhwechsel gemacht, habe wahnsinnige Probleme gekriegt, dann bin ich zurechtgekommen und dann habe ich mir wahnsinnig schwer getan, da wieder eins kommen, aber ich habe es wieder geschafft und Gott sei Dank bin ich dann wieder ganz oben gelandet. Nein, ich muss sagen, also generell unter den Snowboardern selbst, das ist ein ziemlich angenehmes Klima, bis der Contest anfängt. Und dann ist wirklich, also da ist ja wirklich jeder auf seinem Level, also auf seinem Weg dahin. Und ich muss sagen, es ist aber trotzdem cool, also wenn jetzt mal der eine gewinnt, dann gönnt man es dem einen und wenn der andere gewinnt, dann gönnt man es dem anderen. Und es ist eigentlich nicht so, dass man da jetzt dann auf jemanden sauer ist. Ja, ich bin echt stolz, ein Zillertaler zu sein, muss ich sagen. Wie geht es dir beim Ja oder Nein sagen? Ja, ich glaube, beim Ja sagen tue ich mir leichter wie beim Nein sagen. Das ist, ich bin so aufgewachsen. Ich glaube, kann der Bruder bestätigen. Und, hin und wieder ist viel besser, man sagt einmal Nein, weil wir zu oft Ja sagen, ist auch nicht gut. Und ich habe lange gebraucht und ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich einfach sicher nur mal das tue, das ich gern tue. Da fahre ich noch hin und das mal Spaß macht und nicht, wo ich einen Stress zusammenkriege und wo ich daheim dann mit der Arbeit nicht zusammenkomme. Jetzt würde ich gerne den Dr. Michael Spitzbauer zu uns herausholen. Man hat in den letzten Jahren sehr, sehr oft gehört, Sie sind vor allem Spezialist, was Belastbarkeit betrifft, mentale Stärke betrifft und das spielt natürlich auch im Sport eine ganz wesentliche Rolle. Und wer stark brennt, kann auch mal verbrennen. Manche brennt die Kerze an zwei Enden. Also dann geht es eigentlich an die Substanz.
wenn auch die Ruhezeiten nicht mehr eingehalten werden, wenn übertrainiert wird. Man kann das messen am Cortisolspiegel im Blut. Wenn man einen bestimmten Wert ansteigt, dass man Verbrennungsstoffwechsel, wird man Katabol, Energiekannibalismus nennt man das. Das geht auf die Psyche. Weil dann die Aminosäuren, die eigentlich für die mentale Stärke da sein sollten, weil der Körper daraus die Hormone macht, für den Antrieb, für die Glücksgefühle, für den Erfolg. Diese Aminosäuren werden als Energie verbrannt in der Not. Und dann sinkt die Leistungsfähigkeit, da sinkt die Durchsetzungskraft. Und dann kann das halt mal kippen Richtung Burnout, Depression. Und das Gemeine ist, man selber spürt es als Letzter. Wie hört sich das an? Ist das vielleicht sogar Wunschdenken ohne Chemie, ohne Tabletten? Das hört sich für mich sehr gut an. Ich glaube, meine Rolle auch als Trainer, glaube ich, ist genau dort, dass man nicht in so einen Bereich kommt. Und das ist mit allen Tests, die ich oder wir so durchführen können, versucht man eben die Konsequenz genau dahin zu kriegen, dass man Sportler zwar belasten, aber nicht überbelasten und ihnen die nötige Ruhe zu geben und zu regenerieren und dann besser wieder zu trainieren. In diesem Sinne, heute noch einen schönen Abend, Mahlzeit, euch nochmals danke fürs Kommen, verletzungsfrei bleiben und es möge keiner ins Burnout gehen. Dankeschön.